wirklich sehr glücklich darüber, dass wir immer mehr diese Größe entwickeln, das abzulegen und zu hinterfragen, warum der Mensch so ist, wie er ist. Weil am Ende haben wir alle Gründe dafür, warum wir so sind, wie wir sind. Ich glaube, Selbstbewusstsein ist tatsächlich ein Lernprozess. Und deswegen sage ich immer, wir kommen nicht auf die Welt und sind sofort selbstbewusst. Sondern das braucht einfach Zeit und die Zeit sollte man sich nehmen. In den Scheiß quetsche ich mich nie wieder rein. Ich möchte mich wohlfühlen und ich finde es so schön, auch durch diese ganze Social Media, dass es immer mehr Frauen gibt, die sich so zeigen, wie sie sind und stolz drauf sind. Deswegen bin ich mittlerweile auch an so einem Punkt gekommen, wo ich sage so, hey, ich bin stolz darauf, eine Curvy Lady zu sein mit einem Statement und vielleicht kann ich damit auch einfach andere Menschen und andere Frauen dafür inspirieren, sich selbst zu lieben. Aber du bist cool, so wie du bist. Ich glaube, wir sollten generell viel, viel offener mit uns umgehen als Menschen, weil eigentlich gehören wir alle nicht in irgendeine Schublade, sondern wir sind alle so besonders und das macht uns Menschen auch am Ende aus. Also ich bin schon stolz, jetzt von so einer großen Kampagne zu sein, weil das hätte ich früher nie geglaubt, dass ich nicht nur als Musikerin oder Songwriterin, dass ich aber auch irgendwie eine Stimme kriege, um mich auch für andere Frauen stark zu machen. Oh, I wanna dance somebody.